Hey, was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush Fortificate hinein mit einem weiteren Let's Show. Dieses Mal mit der Sonic Amateur Games Expo 2020 Demo zu Super Crown Land. Einen Fangame zum Bauset-Meme. Wir wissen ja, durch die Superkrone in New Super Mario Bros. U Switch Port. Nachdem er beim Spielmarkt, welche exklusiv für den spielbaren Charakter Toadette vorbehalten war, wo sie sich in Peachette verwandelt hat, entstand ja ein Meme, wo Bowser die Krone nutzt, um sich in Peachette zu verwandeln. Das, was sozusagen als Nachfolge entstanden ist, zum Ende von Super Mario Odyssey, nachdem ja Peach beide Heiratsanträge von Mario und Bowser verweigert hat. Und ja, so haben Bowser beschlossen, die Krone rauszuholen und sich in Bowser zu verwandeln. Oh, ja. Um ja das Praktische zu ersetzen. Also sie haben sich praktisch so zusammengeknopft. Ich dachte mir nur, ich spinne, als ich den Tom-Com-Fan-Comic gelesen habe. Und dadurch ist dieses Meme entstanden. Vor allem auch die ganz aufreizenden Fanarts mussten dadurch auch entstehen. Vor allem, was ist mit deinem Rockkloster, steht in die Höhe. Oh Gott, ich hoffe, dass es nicht das ganze spürbar sein wird. Na gut, dann legen wir mal los hier. Oh je. Yeah. Wow. I kidnapped the princess when I can become princess. With the power of the Super Crown, anyone can become one. Including Bowser. Ja. It's a me, Bowser. Was ist denn das für ein Song? Oh Gott. However, not everyone in the Koopa Kingdom thinks this is a good idea. It is now up to Bowser to put an end to this rebellion and reunite the Koopa Kingdom under the rule of the... Oh Gott, und auch noch die Bilder dazu. Aber ich finde die Stimme extremst unpassend. Dass man noch Bowser Stimme für... hier für Bowser hernimmt. Von dem hier, das Bowser-Mobil aus Mario 3D World tut man auch noch hinzu. Nice, man. Hello, Koopa. Lord Bowser, I prepared a training from room for you to test a new body at. See if you can clear this room without touching the water. Great, let's see if I can master moveset. There's a coin prize if we can press the switch on the top. If you need any help, just ask the Koopa Trooper inside for hints. Okay, dann mal los. Kann ich überhaupt attackieren? Ich kann einfach nur springen hier. Ja, ich weiß. Kann nur springen hier. Hier wird weitere Superkrone aufbewahrt, oder? Oh, ich kann mir sogar ducken. Ah ja, das habe ich leider verpatzt. Oha. Ja, auch den Rückwärtssalto hat sie drauf. Also mit den linken Button kann man sich ducken, um dann den Rückwärtssalto so auszuführen. Ansonsten, wenn man in die entgegengesetzte Richtung, manchmal spinnt die Kamera ganz schön, wenn man in die entgegengesetzte Richtung drückt, ja, dann kann man auch den Rückwärtssalto. Kann man auch diesen Wirbelsprung? Nee, kann man nicht. Ach du Scheiße. Wirklich, sagen die... Ach shit, verdammt. So, jetzt, ja, ich habe zu oft das Wasser berührt, das wird nix. Ach, come on! Hm? Oh, man kann auch den Weitsprung ausführen. Okay. Hm.
Ja, aber die Umsetzung muss noch irgendwie besser werden. Vor allem ist das ziemlich knapp. So, jetzt aber. Und wie soll ich bitte schön da hoch gelangen? Oder geht das überhaupt? Ja, doch, da muss ich einen Wandsprung ausführen, ne? Ja, man kann einen Ansprung ausführen. Oh shit, also da muss man wirklich ganz schön was reißen. Okay, also da wird was verlangt. Na komm, wo? Hm? Ich kann da keinen Wandsprung ausführen. Ah, jetzt. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen. Aber mein Gott, dass man tatsächlich ein Fangame zu Bowser rausbringt. Ja, klar, warum nicht? Aber wenn ich mit einem... Ich kann doch ein... Ja, aber da komme ich nicht hoch. Das ist viel zu weit. Hä? Wie soll ich da hochgelangen? Ach, scheiß drauf. Ja, ich weiß. Press the crouch button and jump to perform a backflip. Jump while reversing your direction to perform a side flip. Press the crouch button while running and press the jump button before you slow down and perform a long jump. Jump towards a wall to cling to it and jump again to perform wall jump. Press the crouch button while in midair to perform a ground pound. Ach so. Stampfer kann man also auch ausführen. Okay. Need some hints. The first two jumps should be pretty straightforward. The third jump is a bit high. A backflip should be the trick. The fourth jump is a bit far. Maybe a long jump. For the last jump, try side flip followed by wall jump. Once you're at the top, ground pound the switch to receive a prize. Ich versuche es jetzt mal. Oh, es ist echt schwer, das auszuführen. Wie soll ich denn da... Okay. Uff. Ah. Jetzt aber geschafft. Das ist aber schon wirklich schwer zu erreichen. Ich hoffe, dass... So, Zeit meinen Preis einzuräumen. Ah, ein paar Coins auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das nicht eine andere Passage noch geben wird in dem Spiel, wo man dann noch... Ja, wo das noch krasser zugeht, wo das alles verlangt wird. Was ist denn das? Ist das... Ist das jetzt ein weiblicher Gumpa mit der Superkrone? What the hell? Ja, die Fanarts steigen und steigen, weil ich meine, es gibt ja auch schon, was weiß ich, es gibt auch schon solche, die, ein Buet, glaube ich, heißt sie, ich als König Buhu, mit der Superkrone erstellt worden ist, oder eine Ketten, selbst ein Ketten, und welche Superkrone nutzt, das gibt's auch noch. Sieh das, das ist on the ground, ist our secret collectible cards. That represent different super crown. This is. As you collect these cards, we will put them on display on these pedestals and decorate the castle with them. Can I find them all? Sweet, it's time to build myself a super crown harem. Mm. Auch noch das erwähnen müssen, ne? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Da ist die super Krone. Jump into this painting to get transported to the front lines of the rebellion and collect the power stars to weaken the influence rebel forces. Ach so, man kann. Das ist der erste Level. Stimmt, ja. Das ist ja wie bei Super Mario 64, wo man in die Bilder reinspringen muss. 8 Sterne benötigt man hier. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen es noch mit ihnen hier und dann legen wir los damit.
Sorry, but we don't have enough troops to fully open all areas of this castle yet. You need to collect power stars to tip the scales of in your favor. Then we can end this rebellion and reopen areas for this castle. Okay, dann mal rein jetzt. Na? Jetzt. Goombat and the Autumn Horse. Top the hill. Alter, ich hoffe, dass auch keine Nacktbilder dabei sind. Ist das? Goombat. Alter, so ein kleines Anime-Girl. Can you believe it? The Goombas rebel is against me? It's not like I need your help or anything. But maybe you can squash the rebellion while you're here. No worries. All who post the super chrome will fall by my hands. Sweet! I mean, it's not like I'm happy or anything. It's just good to see you doing job. Baka! So ein typisches Sandra Girl. Alter, ich könnte. Komisch aufgestellter Schatten hier. Kann ich auch irgendwie schneller rennen? Nee, geht nicht. Oh, gibt's mehrere Münzen. Na komm. Das ist ein cooler Remix. Von, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das. Ach ja, das ist von Mario, Odyssey. Ja, stimmt. Geil. Man kann da nicht trennen oder so. Oh, ich könnte da stampfen. Da ist doch was drin. Oh. Ich habe eine Karte. Nice. Ja, an sich funktioniert das Spiel ja schon mal ganz gut. Also, es macht mir bislang Spaß. So, jetzt mal da hoch. Ich mag halt nur nicht die Stimme. Da sollte man schon eine weibliche Stimme für Bowsette hernehmen, weil nicht nur ihr Körper sollte sich verwandeln, sondern auch ihre Stimme. Gut. Dass sie mich nicht geschadet haben, nachdem ich den Sprung verpatzt habe. So. Gibt's wohl einen Laubhaufen hier? Nö. Der ist einfach nur Deko. Oh. Müssen beide Schalter gedrückt werden. Okay, der füllt ihr Leben auf. Hä? Gibt's noch einen Schalter? Oh, okay, okay. Ah, verdammt. So, jetzt aber ist das Tor offen, ne? Jawohl. Mhm. Nach oben? Oh. Da ist ein Checkpoint, okay. Hm. Ich dachte, ich könnte so noch rum, aber das ist in Wirklichkeit der Weg hier. Oh. Meine Fresse. Ja, das Plattforming hier könnte schwierig werden. Da gehen sie auch die Sprünge gerade mal so aus. Oh, da ist schon der erste Star. Victory Theme von Bowser aus Super Smash Bros. Oh mein Gott, der Arzt. Oh, was ist das denn? Trophäenraum? Was kann man sich denn da jetzt bitte kaufen? By studying the transformation abilities of the Super Crown, we're able to figure out how to use its power to allow it to go remodel yourself. I prepared some models for you to try out. Once you have enough coins, by studying one of one to transform. Wait, you're charging me coins for this? And why would I want to become someone else? These aren't cheap to make, especially the human-sized ones. I need to charge extra for those. And don't worry, other people will still Hast du ja Spell said, even if you transform, cool, huh? Also es sind alternative Skins, wo man
Hier haben wir Infinite, Sonic, Luigi und Mario. Und was? Naruto? Und, oh Mann, da gehen wir ja voll Anime Girl hier. Und wer ist das? Und die hier? Und what the hell? All die Anime Girls und warum Naruto, bitteschön? Als wäre jemand Naruto-Fan. Können wir da auch rein? Nee. Okay, dann versuchen wir es gleich an den nächsten Challenges. Switches and Boxes. So, was geht denn jetzt hier ab? Many different types of switches. The storm switch requires the ground pound on it and can't be turned off afterwards. The panel switch is active only when something is holding it down and it will turn off otherwise. The block switch can bump like a normal item box and can be turned on and off at will. Finally, there's an orange panel switch that can summon item. Switch passes. Though those rebels think I'm dumb, this passes will be a breeze. It's not like I was trying to look smart or anything. I was just telling you no. Baka! Oh man. Voll Sunderer hier. Okay, die Kiste muss ich irgendwie hinschieben. Ah, kein Problem. Oh, gibt sogar eine schöne Schiebeanimation. Ja, oh. Ich habe schon was falsch gemacht. Aber wie soll ich die Kiste jetzt bitte schön darüber bekommen? Ah! Fall mir nicht runter. Kann ich die nicht irgendwie noch da wegschieben? Ah, das geht zum Glück. Okay. Dachte schon, ich müsste da wieder von vorne anfangen, aber nee. Ah, bleib doch bitte da drauf. Die rutscht hier so, die Kiste. So, gib mir die leckeren Coins hier. Okay. Alter, diese Kamerasteuerung, ey. Mm. So, check the point. Hm. Okay, ich muss erstmal da rankommen. Ich muss die Kiste also darüber bekommen. Bleib doch da stehen, bitte. Alter, wie. Okay, das setzt die Kiste wieder zurück, aber. What the hell? Die am Rande da stehen bleibt, ey. Wie bekomme ich da jetzt bitte schön die Röder rüber? Wie kann ich denn da von hier aus schieben? Oh Mann, aber dieser Remix von dem Mario Odyssey Soundtrack ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Okay, das geht. So, und so komme ich da jetzt zu der einen nach oben. Zum Einschalter. So. Na. Drauf bitte. Alter, das ist echt schwer da zu landen auf den Schalter. Und wegen dieser Kamerasteuerung vor dem. Wenn ich mal so auf Zeit machen muss, dann könnte das zum Problem werden und. Was hat das jetzt gemacht? Ich glaube, das hat eine weitere Tür geöffnet, was? Da ist, da oben ist der Stern. So, das ein bisschen wegschieben da. Dann wieder nach oben gelangen kann zu den Wechselschalter. Und jetzt. So, jetzt aber. Hm. Okay, ich muss die Kiste darüber buxieren. Schon verstanden. Na komm. Und rüber damit. Und dann haben wir es auch schon geschafft, ne? Oh, ruck. Da drauf und zum Stern hinauf. Hm, da drüben ist sonst nichts, nö. Kein geheimer Stern oder so. Gut, haben wir schon mal den zweiten Powerstern.
Hat sich dazwischen noch was geöffnet? Ich glaube, erst ab 3 Powersternen geht da was. Nein, hier! Oh! Die nächste Welt und... Oh mein Gott. Sogar Piranha-Pflanzen und... Wow, was? Verschiedenfarbige Kristalle auch noch. Oh Mann. Was kommt da alles noch? Jan Guba Frenzy. Oh, Bosskampf, ne? Ach nein! Die großen Gumbas! Oh shit. Der erste Treffer. Au. The real Gumbas prepare innovation. Koopa Kingdom. They have big Gumbas, huge Gumbas, they're massive. But it's not like I want bigger or anything. Baka! It doesn't matter how big they are, I'm still gonna squash them. All hail the Super Crown. Oh, ich hoffe, dass ich das auch hinkriege irgendwie. Okay, die werden gekillt auf jeden Fall. Wow, das sind wirklich große von denen. Bam. Wow, sehr discount. Alter Schwede. Bam. Du auch. Ich brauche jetzt eine Münze oder was auch immer mich heilen würde. Oh, fuck. Einmal mit Sprung verschützt. Das war schon ein Bild von dem Comic. Alter, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht ein bisschen gestrikt werde, weil... Ich weiß ja nicht, wie es jetzt mit dem Comic-Artist aussieht. Ob er das gerne ist, ob er das akzeptieren kann. Oh, das war ein nicer Doppelkill. Dass ich tatsächlich von einem kleineren gekillt worden bin. Alter... Okay, einmal Heilung. Ah! Darf nicht wahr sein. Soll ich die alle killen oder was? Oh. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt alle killen muss. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ein weiterer Treffer und das war's schon wieder. Münzen heilen mich nicht, ne? Nö, leider. Hey, die will ich aber auch schon alle haben. Ey, bleib da bloß weg. Oh. Ja, ja, stürze ich in den Tod. Oh, und Checkpoint ist da drüben, jetzt darf ich da bloß nicht runterfallen. Uff. Das Plattform ist aber schon nicht einfach auszuführen hier. It's a me, Bowsett. Meine Fresse. Alter. Oh ja, und der Checkpoint heilt mich vor alledem. Ich glaube, ich habe auch unendlich Leben hier, wie es scheint. Ach, ich kann mit den Stampfern nicht mehrere Münzen auf einmal rausholen? Schade. Oh Gott, sie drehen die Plattformen! Ah! Das darf nicht wahr sein, ey. Uff. Ach du Scheiße. What? Was muss ich jetzt bei denen machen? Habe ich wirklich unendlich Leben? Ich weiß es gerade nicht. Okay. Pausenmenü sagt auch nichts über die Lebensanzahl. Was ist jetzt hier verlangt, bitte? Etwa Wandsprünge? Oder was? Wie soll ich denn das jetzt anstellen? Hä? Wie soll ich denn hier rüberkommen? Wie geht... Was? Okay, das ist vielleicht eine Art, auch mehr Münzen zu bekommen. Ich will eigentlich hier vorankommen da. Muss ich etwa... Wie soll ich denn das jetzt anstellen hier? Nein, was machst du? Du sollst doch einen Weitsprung ausführen. Dachte, dass das vielleicht hilft. Jetzt habe ich über 100 Münzen, aber... Mit dem Geld kann ich nichts anfangen. Ich will einfach hier weiterkommen.
Okay, ja, okay, das war verlangt hier. Ja, okay, ist gut. Oh, hallo? It's the Goomba Rebel Leaders. Squash them and take the Power Star. Gott, das sind aber riesige. Alter. Okay, jawohl. Die werden ja zum Glück mit Einschlag gekillt, weil wenn ich an New Super Mario Bros. Zurückdenke, die werden da, die verteilen sich dann eher, also wenn man auf sie springt, werden sie dann zu kleineren. Ach du Scheiße. Alter, wie soll ich denn... Ich muss sie von Trampolin weglocken, das ist ja viel zu groß. Nein, jetzt muss ich da wieder anfangen. Nee, mach einen normalen Sprung bitte. Und bleib dabei auch bitte derselben Stelle stehen. Shit! Toll, da war jetzt seine Platte im Weg. Neuer Rekord beim Münzen sammeln. Warum springst du nicht? Ich hab gedrückt! Ich hab doch gedrückt! What the hell? Okay, ich werde jetzt auf jeden Fall genug Münzen für einen weiteren Skin dann zusammenkriegen, aber auf Kosten dafür, dass ich jetzt meine Zeit verplempere mit diesem Level. Hallo? Lass mich doch jetzt da weiterkommen, bitte! Das war jetzt zu spät. Nein, es passt. Nein! Das war wieder der falsche Zeitpunkt! Nein! Bleib doch bitte da drunter stehen! Dann kann ich auch umso mehr Münzen rausholen. Nein! Toll! Gut, dass ich unendlich Leben habe, weil... Ich wäre schon längst Game Over gegangen. Alter, das ist schon die erste triggernde Level hier. So, jetzt aber endlich mal. Nein! So, und jetzt lass mich da bitte jetzt hoch. Lass mich diese verdammten Mega-Gumbas erledigen. Du großer. Na, beweg dich doch vom Trampolin weg. Ah, hier bin ich, mein großer. Alter, der ist wirklich riesig. So, jetzt bin ich vorbeigekommen. Ah, wenn die Kamera bitte mitspielen würde. Ja, yeah, da geht er down. Nice. Wo ist der Stern? Wo ist der Power Star? Da oben? Ach, hier oben ist er! Na komm! Ich glaube, das bringt nichts, oder was? Na komm! Wieso komme ich da nicht hoch? Na komm! Was ist denn? Ich komme da nicht hoch! Jetzt! Das ist ja viel zu knapp hier. Wir müssen die Höhe ein bisschen höher stellen. Puh, endlich geschafft. So. Das waren nur 3 von 5 Herausforderungen. Also 5-4. 5 Red Coins. Oh. Stelle von 8. 5 gleich. Ja, und da hat man Buett gesehen. Yes, who's the new leader of the Goombas? It's me, Goombat. Now that the rebel leader's out of the picture, it's my time to shine. It's not like I wanted to be the leader or anything. These incompetent buffoons just need some leadership. Waka! Ja, okay. Du freust dich darüber. Gib's ruhig zu. So, jetzt heißt es hier Münzen sammeln, also 5 Red Coins. Zum Glück schadet dann das Wasser nicht. Oh. Okay, da ist die Kiste. Muss ich. Ja, okay.
Nein, schieb die nicht gegen die Wand. Och nein. Oh, okay, okay. Dachte schon. Ja, ja, da gibt's auch noch eine Höhe. Ja, daran haben die Entwickler gedacht. Da bin ich froh, dass sie wirklich solche wichtigen Details nicht ausgelassen haben. Na komm. Oh. Oh, dafür wäre ich beinahe abgestürzt. So, komm her, du. Du auch. Bam. Oh, da haben wir schon mal eine. Oh. Ach du Scheiße. Führt das jetzt noch hin? Na, kommt ihr wieder zurück? Kommt der Donut-Plattform wieder zurück? Nein, die bleibt weg, oder was? Die respawnt nicht? Oder muss man sich erstmal ein bisschen entfernen? Ah, die respawnt wieder, ein Glück. Das war ganz schön lang. Nein! Ich hasse das so sehr. Ich wollte den Weitsprung machen. Da macht sie wieder den falschen Sprung. An der Steuerung muss doch noch ein bisschen gefeilt werden, das muss ich schon sagen. Von dem. Das war jetzt auch. What the hell? Ach, bleib doch da drauf, bitte. Hallo? So, jetzt aber. Ich hoffe, ich schaff's dieses Mal darüber. Oh. Oh, oh. Oh, shit. Ja, toll. Und da war natürlich eine weitere rote Münze, das war klar. Ja, okay. Die respawnen alle wieder. Ich musste anscheinend schneller sein. Oh, Mann, ist das behindert. Dass ich jedes Mal wieder von vorne anfangen muss. Ich glaube, ich fange erstmal mit der Münze an. Ist mir scheißegal. Ah, weil ihr merkt es. Es ist einfach nur zum Kotzen gerade. Ich hätte mir vielleicht auch einen neuen Skin kaufen können, wenn ich schon dabei gewesen wäre. Och. So. Ah. Und jetzt zwar habe ich zu viel. Es ist einfach nicht zu fassen, wie heftig schwer diese Münze zu erreichen ist und dann wieder heil zurückzukommen. Das ist auch ein Fiasko, genauso wie die Tatsache, dass ich wieder von einem Goomba mich treffen lassen habe. What the hell? So, so geht's auch. Jetzt nehme ich aber mehr Anlauf. Ich warte lieber, bis das die andere Plattform kommt. So, diesmal hat's geklappt. Jetzt kann ich mich in aller Ruhe auf die leichteren Münzen konzentrieren. Es sei denn, es kommt noch so eine heftige, wo ein Fehler mit dem Tod bestraft wird. Ich hoffe mal nicht. Ach komm, hol doch den Pilz, ich will mich heilen hier. Sind auch noch Plattformen. Wahrscheinlich ist auf einer der von denen auch noch eine rote Münze. So, raus mit der Kiste bitte. So, wo ist, da ist der Schalter. So, dann gib mir mal die nächste. Number 2. Ein bisschen Tempo anlegen hier. Warnsprungallee. Oh je. Uff. Da ist die nächste. Oh. Bloß gut, dass ich da keinen Fallschaden erleiden kann, so wie in Mario 64. Okay.
Na komm, hoch da. Jawoll. Da ist sie. Und da ist die nächste. Ein Trampolin. Nein! Da! Da will ich sie nicht! Na komm! Ach du Scheiße. So, komm jetzt da hoch und hol diese Scheißmünze jetzt mal. Endlich! Und jetzt runter zu dem Trampolin. Uff, das wird heftig. Weil ich ja wirklich nur schwer genau landen kann. Vor allem, wenn ich noch nicht mal den Schatten habe dafür. Ach komm! Oh, entweder zu weit oder zu wenig. Das ist echt schwer. Oh nein. Ich muss auf alle drei noch zusätzlich landen. Und ich kann nicht noch nicht mal an der Stelle stehen bleiben hier. Das will ich ja, um richtig ziehen zu können. Nein! Geschafft. Anders als es eigentlich gewollt war. Oh Mann. Ist das heftig. Da muss man noch dran arbeiten. Na komm. Hoch da. Oh Mann. Ich komme einfach nicht an die dritte ran. Das ist das dritte Trampolin. Oh, jetzt habe ich's. Oh nein! Oh, das Spiel macht mich fertig hier gerade. Oh Mann, oh Mann, Mann, Mann. Warum muss das so heftig sein hier? Na komm. Na komm jetzt bitte! Was muss ich denn da machen? Es ist so scheiße zu steuern. So schwammig, ey. Die Trampoline. Ich lade jedes Mal daneben. Es ist einfach so behindert. Das wird... Vielleicht soll ich schneiden, bis dass ich es endlich geschafft habe hier, weil es ist so... Ich bin da noch runter. What the hell? Gibt es denn eigentlich noch eine Münze da oben? Bestimmt. Aber wie komme ich an die Plattform jetzt ran? Ich will erstmal das hier schaffen. Aber wehe, wenn ich dabei noch runterfalle, ich schwöre. Wenn ich dann wieder den Scheiß von vorne anfangen muss, dann... Schwöre, ich drehe ich aber richtig am Rad. Alter, also diese letzte Herausforderung von der ersten Welt ist ja wirklich schon zum Kotzen. Geschafft! Geschafft! Na, endlich! Oh Mann, aber mir fehlt noch eine Münze. Wo kriege ich jetzt die letzte her? Ich muss da rüber. Da muss ich die ganzen Schalter erreichen. Ich glaube, von dort aus müsste ich rüber, ne? Oder geht's auch von hier? Ah, es geht auch von hier. Okay. Bam und weg. Da ist die letzte Münze. So, jetzt muss ich nur an die... ganzen Schalterplattformen drauf. Fuck it. Das Plattforming hier ist ja wirklich heftig.
Blizzard ganz vorsichtig machen, eins nach den anderen. Da muss wirklich noch gefeilt werden bei den Spielern, aber sowas von, dass sowas nicht auch noch passiert. Das ist echt unnötig, wenn man da runterfällt. Ich hab zwar den Schalter erreicht, aber ich hab die Plattform nicht erreichen können. Was soll das? So. Geschafft. Das wär's. Super. Jetzt aber. Okay. Wir haben das hier abgeschlossen, diese Welt. Aber es gibt noch eine weitere. Oh mein Gott, ich möchte nicht wissen, was in der anderen Welt noch so abgeht. Das möchte ich eigentlich nicht. Gut, ich kaufe mir jetzt aber vor meinen weiteren Skin, weil jetzt, wo ich genug Münzen dafür habe. Oh. Hallo. I can't come here to think or anything. I was just curious about your castle. Sure, you're welcome. Typisches Sandra Girl. So. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Mit. Zu der Run hier. Zu der Rennanimation. Aber trotzdem mit unpassender Stimme. So, da braucht man 8. Das ist auch wieder eine weitere Feldfetzung. Was ist das? Was? Es ist ein Klassenraum? Oh Mann! Und da ist die nächste Welt mit Buet. Was zum Teufel? Alter, das sieht so komisch aus, wie es sich darum bewegt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie lang das Video ist. Ich glaube, an der Stelle mache ich Schluss, weil das würde dann wieder zu lang werden. Ich könnte mir jetzt sogar schon ein paar andere auch noch kaufen. Das ist noch Naruto-Rennanimation. Sonic. Ich glaube, ich bleibe doch erstmal beim Standard-Outfit. Weil das andere sieht mir ein bisschen zu, ich weiß nicht, komisch aus mit der Rennanimation. Das ist. Kommt bei mir nicht so gut rüber. Wir könnten ein Level von den jeweiligen anderen Welten noch machen, ne? Erstmals Piran Head and the Crystal Case into the Caves. Underground Theme. It's me, Piranha Head. The other Piranha Plants hate the Super Crown. They hate me. I hate them. Please help. Don't worry. Anyone who hates the Super Crown is my enemy too. I'll put a stop to the rebellion. Oh, komm. Was sollte eigentlich passieren hier? Nom nom. Zack. Was? Hey. Was ist denn das? Die sollen wir noch besiegen können hier. Alter, warum ist der Springen auf die so heftig? Come on! Kann man die nicht besiegen normal oder was? Doch. Das Springen ist irgendwie merkwürdig. Oh nein, jetzt auch noch ein Stachy. Der deaktiviert auch noch die. Ey, du Spacko! Geh da weg! Alter, du verdirbst mir alles! Ich muss schneller sein als er. Ich muss ihn auch austricksen. Ah. Toll, ich wäre jetzt an Kristall festgehangen. Ach, shit.
ignoriere jetzt mal diese Piranha. Pflanzen und wäre beinahe wieder in eine reingeraten. Deaktiviert hinter mir einfach diese verdammten Schalter, dieser Spacko. Shit. Komm, jetzt geht er mal weg. So komme ich nicht voran. Endlich. Oh nein, auch noch Goombas zusätzlich. Okay, aber den kann man besiegen. Wo sind die Münzen, verdammt? Der macht einem nur alles zunichte. Fuck. Wo wollt der denn jetzt die ganze Zeit hier? Holst du nicht mal den scheiß Superpilz? Muss ich schon durch Superpilze Pilze heilen lassen, aber gut. Sowas gab es auch bei Mario Luigi 3. Wo ein riesen Pilz gemampft hat, damit er wieder geheilt wird, statt einer Keule wie in normalen Kämpfen. Alter, das wird ein... Das ist furchtbarer Stress, weil wie soll man den... Jetzt müssen wir das Gegenteil erzeugen hier. Oh ja, bleib da schön stehen. Nein! Sagte, bleib stehen! Oh, das kann noch. Das ist so ein Stress mit dem, weil der deaktiviert die ganzen Schalter wieder. Also der wandelt sie alle wieder um. Irgendwie schneller sein da. Das ist echt ein Stress. Shit, Mann. Geht's nur um zwei, um ein paar Schalter jedes Mal. Oh Mann! Endlich! Raus da! Scheiß Stachy! Och nein, jetzt auch noch hängende Piranha-Pflanzen. Große, natürlich. Ach du Scheiße. Geht sie deinen Kopf jetzt bitte wieder ein? Jetzt bald? Ja, auf die Plattform, wo der drauf ist, will ich jetzt nicht. Ich kann ein paar Münzen auslassen. Ah, sehr schön. Hey! So, rüber geschafft. Oh, da ist das Ziel. Nice. Mann, das war ein Level, ey. Wie sieht es eigentlich mit dieser Klasse aus? Ich weiß, lass mich. Mit Buet. Buet and the Enemy School. Enemy School Life. What? Enemy... Welcome to my school. Yeah, I'm so excited to be running school. I will teach you all there is to know about enemy in Japan. Cool, I guess. On a rebellion here? No, about the Bozoka now.
Jeff demolished the haunted mansion and built the school in its place. Okay. What the fuck? Ich meine, wie crazy ist das jetzt? Kommen wir da raus? Naja, das Fenster ist davor. Ist irgendwo keine irgendeine Kiste? My favorite genre of music is anime music. There's nothing better than singing along with lyrics you don't even understand. Yeah, boy! Red Sensei taught me well. Was denn? Why do you want to go and send yourself into prison? Use my Wii U. I have a bit of a Wii U for myself. I like playing anime game bed screen. Please don't tell me you got a Wii U just for that pun. Ja, sehe ich auch erst, da ist eine Wii U. Die kann man noch rumschieben. I've been learning Japanese from Sensei. Kawaii, desu senpai. Ome wa mu shinde ukiya. What are you doing, Buet? Das habe ich mich auch. Oh Mann, das hat sogar eigene Physics. Aber wie kann ich das jetzt hier aus dem Klassenraum entfernen? Den ganzen Stühlen hier. Oh Gott. Ich hoffe nur, dass der Song nicht copyright ist. Ja, mein Kreis ist eher so eine Art Remix. Oh mein Gott. So, da drauf und lasst mich raus hier. Wie komme ich jetzt hier raus? Weitere Klasse hier. Ich habe jetzt auch so einen Schalter gelegt, aber ich sehe da keinen weiteren. Oh, da die Tür, ne? Jawohl. Nix hier raus da. Oh, das Footballstadion. Guess what? It's time for the sports festival. Go play sports ball with Jackson, try and score a goal. What sport is this? Football? Soccer? Baseball? You really think I will? Who like me knows anything about the Western sports? I don't care, play ball. Ich glaube, das ist eher sowas wie Fußball. Ich muss den Ball auf jeden Fall zum Schalter bringen. Und dabei den Chucks ausweichen. Kann ich die noch... Die kann ich nicht besiegen, noch nicht mal. Oh shit. Ja. Na toll, jetzt kommt ein Stöße in der dritte hinzu. Ich muss da weg. Okay, ich kann den Ball wieder in seine Ursprungsform versetzen. Ich will den Ball da reinhaben. Verpiss dich. Ach shit. Oh, ich kann sie doch besiegen? What? Nein! Drauf! Drauf, was ist denn? Jetzt aber. So. Bleib doch bitte drauf da. Weniger Ball. Deswegen hat sie gefragt, Baseball, weil da so viele. Weil da auch ein Baseball ist. Also bitte bleib jetzt da auf dem Schalter stehen. Alter, diese Physics. Der rollt die ganze Zeit nur weiter. Kann ich den überhaupt auf dem Schalter draufhalten? So, jetzt aber bitte. Lass mich da jetzt weiter. Oh, was? Was? Da ist noch ein. Da sind lauter Kisten und lauter Wii U. Alter, was für die ganzen Wii U? Sie hat ja die Bälle noch dazu. Oh, aufpassen auf die Stacheln hier. Aua! Sagt er, während er sich von einem treffen lassen hat. Nein, da hat sich der Scheißball schon entfernt. Jetzt bin ich hier gefangen. Oh, Moment. Ach, das ist ein. Oh, okay. Ball toss event. Who will win? Spike or the Hammer Bros?
Ich habe auf jeden Fall den Stern gehört. Ja, den Ball muss man irgendwie raufbekommen da. Oh. Was macht das da? Spike ist natürlich beim Abkacken hier. Kann ich auf die springen? Ja, schmeiß doch den Ball rein. Die Bälle tun mir überhaupt nicht weh, ne? Ja, was ist denn jetzt hier verlangt? Muss ich die Bälle irgendwie rein? Ich kann den Stern hören. Ich muss den Ball irgendwie da reinkriegen. Aber da war ja schon ein Ball drin. Kann ich die Bälle nicht irgendwie schießen? Okay, dann komm mal rüber da. Schießen rein. Du bist auch zur nächsten gebrauchen hier. So, schießen jetzt da rein, bitte. Och man. Nerv doch nicht damit. Ja, kannst du mal zielen? Das ist da wirklich. Was ist denn? Bist du nicht nah genug dran? Super. Ja, kann er gar nicht ziehen, oder was? Komm jetzt, zieh doch anständig. Hier bin ich doch. Ich muss den anderen Hammerbruder herholen, wie es scheint. Er soll herkommen. Ja, die können mich ja mit dem Bär nicht verletzen. Mann, jetzt kommt doch mal näher. Schieß den Ball da rein. Ist es wirklich so schwer für die, oder was? Aber dann, was macht er wieder da hinten? Komm. So, es hätte überhaupt noch zu was gebrauchen. So, jetzt bist du nah. Wow, bisschen zu nah fast. Shit. Ist das denn wirklich deren Ernst? Ach, jetzt kommt, was ist denn das? Langsam nervt das hier. Das ist echt nur Zeitverschwendung hier. Das ist keine Möglichkeit, die Bälle besser zu justieren hier. Ich könnte mit dem Sprung das irgendwie bewerkstelligen, aber das geht leider nicht. Ja, komm jetzt der Ball da rein. Endlich! Schnell, bevor der Ball wieder verschwindet. Oh nein. Komm jetzt. Wirf einen rein da. Ja. Jetzt rein da, schnell. Oh. Ah, look like that's someone who remembered to do your homework. Also meine einzige Aufgabe ist es, also meine Hausübung wird jetzt sein, hier das Let's Show zu beenden. Ich weiß nicht, wie lange das Video ist. Ich habe jetzt leider keine Stoppuhr gestellt, aber ich vermute, es ist schon lang genug. Ja, da gibt es ja noch eine zusätzliche Welt, nicht wahr? Ich wette darauf, dass es noch eine Welt da gibt. Aber das will ich jetzt nicht herausfinden. Also, ja, okay. Die Steuerung ist manchmal doch ein bisschen zu hakelig noch. Und es sieht zwar ziemlich gut aus. Interessant und hat interessante Ideen. Aber ja, ich finde, die Steuerung muss dann noch ein bisschen besser sein. Vor allem ein bisschen zu viele random Charaktere hier einfach einzubauen. Ich weiß nicht.
Ah, hat man wenigstens das Mario-Sound-File hier. Vor allem basierend auf dem Meme hier. Naja, was sagt ihr dazu? Eure Meinung dazu in die Kommentare. Download-Link wie immer in der Videobeschreibung. Wir sind wieder beim nächsten. Wir sind wieder beim nächsten Sage 2020-Titel. Also. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Wicked hinein. Bis nächst. Also. Ich würde schon sagen, bis zum nächsten Part. Weiterhin viel Spaß mit meinen anderen Videos, wie gesagt, und ja, bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leute! Now you know.